Charming Australia. Drei musische Herren und eine singende Lady begrüßen uns in Banbury und spielen Swing und Schlager aus den Golden Ages des australischen Westens. Die Zeit, in der die Kängurus noch beim 5-Uhr-Tee an der Veranda eines Landhauses den swingenden Melodien eines Grammophons lauschten. Die Siedlung Banbury ist ziemlich sumpfig. Das kann man auch heute noch am Stadtrand gut sehen. Der Mangrovensumpf ist eine ganz eigene Welt. Schwarze Wurzeln ragen in das Sonnenlicht. Im seichten Gewässer ziehen die Fischschwärme ihre Runden. Was die britischen Ladies wohl gedacht haben, die aus dem gepflegten Königreich hierher als Siedler kamen? Oh my God, wie sollen wir hier bloß leben? Nach 1829 wanderten 10.000 Briten Richtung Australiens Westküste aus und fanden nicht das erwartete fruchtbare Land, sondern eher Sand, Busch und Sümpfe wie hier vor. Direkt hinter dem Sumpfgebiet ist schon das Wahrzeichen des Modernen, Banbury, zu sehen. Milk Cartoon, Milchtüte, nennen die Einwohner das eckige Gebäude. In der zweitgrößten Stadt von Westaustralien leben heute 55.000 Einwohner. Oder vielleicht schon mehr? Banbury gilt als touristischer Geheimtipp. Es gibt kilometerlange Strände mit traumhaftem Wasser und einer großen Bucht, in der unzählige Delfine tummeln. Die Stadt ist offensichtlich so attraktiv, dass sie seit Jahren als die am schnellsten wachsende Stadt von ganz Australien gilt. Ein kleiner Insider-Tipp: Die Wombat Lodge in der Innenstadt. Hier gibt es alles, was das Herz des Reisenden höher schlagen lässt. Besonders imposant finde ich das Sortiment an handbemalten Boomerangs. Hier ist für jeden Geschmack das passende Design dabei. Typischer kann ein Souvenir aus Australien kaum sein. Draußen vor dem Laden wird es dann plötzlich dramatisch. Aufgeregte Blicke in der Innenstadt. Hinter der St. Patrick's Kirche steigen riesige Rauchwolken in den Himmel. Am anderen Ende der Stadt scheint es zu brennen. Bei 30 Grad und einer derartig trockenen Vegetation ein ständiges Problem. Schnell komme ich mit Geschäftsleuten ins Gespräch, die sich ernsthaft Sorgen machen. Doch das Thema Feuer ist in Australien ein Dauerbrenner, seit vor 180 Jahren die ersten Siedlungen begannen. Deutlich angenehmer ist die folgende Geschichte aus der Zeit der ersten Australienforscher. Ein holländischer Kaufmann landet an der Westküste und berichtet von komischen Katzen, so groß wie Hasen, die ihre Jungen im Beutel tragen. Damit liefert er in Europa die erste Beschreibung der Wallabies, einer Gattung von kleinen Kängurus. Ich bin heute ziemlich gespannt, wie meine erste persönliche Begegnung mit den komischen Katzen aussieht. Vor den Toren Banburys treffe ich im Big Swamp Wildlife Park einige zahme Beuteltiere.
Es sind die grauen Kängurus, die im Westen besonders häufig vorkommen. Unsere erste Begegnung ist vorsichtig verhalten. Und dann bin ich ganz erstaunt, wie schnell sie angehoppelt kommen. Plötzlich spüre ich die weiche Zunge und die harten Zähne, wie sie gezielt die Futterkörner von meiner Hand aufnehmen. Ein ungewohntes Gefühl. Ich frage mich, ob die englischen Siedler vor 150 Jahren auch so zutrauliche Begegnungen mit den Kängurus hatten oder nur an ihren Sonntagsbraten gedacht haben. Nebenan reckt ein Emu neugierig seinen Hals. Der australische Verwandte des Vogelstrauß kann ebenfalls nicht fliegen, obwohl er zu den Vögeln zählt. Heute ist Badetag im Wildlife Park. Bei den sommerlichen Temperaturen tut die Abkühlung sicher gut. Doch je schwerer die Federn werden, desto schneller lassen sich die Emus zu Boden sinken. Nur das dritte Emu im Bund scheint etwas wasserscheu und macht sich elegant vom Acker. Zum Schluss noch ein Besuch bei den Kakadus. Ich finde, die bunt gefiederten Vögel passen gut in diese britisch geprägte Kultur von Down Under. Ein bisschen crazy, etwas schräg und bitte nicht allzu angepasst. So erlebe ich auf dieser Reise immer wieder die Australier. Sie haben in den letzten 180 Jahren ihren Weg gefunden, das Beste aus der englischen Kultur in ihre neue Heimat zu integrieren. Ein Plakat bringt es gut auf den Punkt, das ich kurz vor meiner Abreise an einem Surfershop entdecke. Egal wie gefährlich dieser Kontinent ist, mach es wie die Kängurus. Take it easy, my friend. Nächste Woche geht die Reise weiter.